Der Frühling steht vor der Tür. Und für mich macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr. Ich hatte jetzt mehrmals die Möglichkeit, laufen zu gehen. Aber ich hab's sein lassen. Weil ich scheinbar jetzt kapituliert habe, endgültig. Ich habe aufgegeben. Vorgestern der Termin im Krankenhaus. Es wurden die MRT-Bilder mit jenen von vor über einem Jahr verglichen. Und es konnte so gut wie keine Progredienz festgestellt werden, was gut sein könnte, andererseits auch überhaupt nichts aussagen kann. Und es bleibt die Frage, ob ich einen sekundär progredienten Verlauf habe oder eben nicht, oder alles Psyche. Ich habe dann im Gespräch mit meiner Ärztin viel zu viel geredet. Ich hätte beinahe geflennt und mich mit einem dummen Witz über die Taschentuchbox links von mir sozusagen gerettet. Dann anschließend bei der Blutabnahme habe ich noch mehr geredet, weil meine Venen hatten Urlaub. Es dauerte über eine Stunde, ich hatte einen hohen Ärzteverschleiß und ich musste mehrfach die Arme warm baden, was dazu führte, dass die Wunden aufrissen, wieder bluteten und der Arm von oben bis unten zerschnitten. Es war mir so peinlich, dass sie das anfassen müssen. Und nachts dann kam Rumpelstilzchen und hat mich dafür zur Sau gemacht. Extra noch. Das letzte Hintertürchen, dieses sogenannte Famperidin, ja, das wird sie im Befund wieder mal reinschreiben. Dasselbe Prozedere wie schon beim THC. Aber ich, ganz ehrlich, glaube nicht mehr, dass mir noch irgendetwas helfen wird. Die Taxifahrt, die war ein Martyrium auf der Hin- und auf der Rückfahrt. Der arme Taxifahrer, es tut mir jetzt echt leid für das, was ich jetzt sage, aber in seinem Habitus und schlecht gelaunt war er auch noch, erinnert er mich sehr an einen möglichen Täter. Und ich war beseelt von der irrationalen Angst, er könnte mir zwischen die Beine fassen. Und wie so ein kleines Kind dachte ich, ich müsste mich anpinkeln. Ich habe diese Hand zwischen meinen Beinen gespürt. Und mir war so schlecht. Meine Ärztin betonte auch eindrücklich, dass ich auf gar keinen Fall mehr als die angegebenen 20 Tropfen morgens, mittags und abends einnehmen sollte vom Tramal, das sehr wahrscheinlich ist, dass es zu einer Abhängigkeit führt. Aber ehrlich gesagt, das ist mir Latte. Ich habe 2 Tage davor, habe ich mir abends das Doppelte reingehauen, um mir mal so elegant die Birne wegzuknallen. In den letzten Tagen so oft mit meinem Leben abgeschlossen. Ich bin immer noch hier. Es ist wie ein Fluch. Ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch angucke. Es ist einfach alles nur noch so unendlich grausam. Und wenn ich wage, ein Millimeter zu leben, kommen meine Schuldgefühle und machen mich und dieses bisschen Leben platt. Ich habe auch zu ihr gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, wieder Psychopharmaka zu nehmen. Es wird am Grundproblem nichts ändern. Ich bin schlecht. Punkt. Und da wird der Frühling und das neue Leben jetzt auch nichts dran ändern. Ich wollte die Vögel füttern und bin mit dem rechten Fuß hängen geblieben und hingefallen. Mit dem Kopf gegen einen großen Blumentopf geknallt. Das Knie blau geschlagen. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, warum hatte der Topf keine scharfen Kanten? Warum habe ich mir den Kopf nicht eingeschlagen? Warum endet das alles nicht einfach jetzt? Ich habe keine Kontrolle mehr.
Ich weiß nicht, ob ich noch einen Frühling überleben will. Ich muss eindeutig geisteskrank sein. Zweifle ich jetzt schon an meinem geistigen Zustand. Das ging jetzt alles recht unerwartet schnell. Letzten Mittwoch zum Hausarzt. Und der stellte das Rezept aus und am Freitag konnte ich es bereits abholen. Nicht einmal das Generika, sondern das Original hat die Krankenkasse bewilligt. Ja, und jetzt habe ich das Wunderwerk, den letzten Hoffnungsschimmer in der Hand. Und hätte am Mittwoch dem Arzt wohl nicht die Hand geben sollen, denn ich habe mich dabei wunderübel angesteckt und bin jetzt seit Freitag krank. Und ich will die Tabletten nicht verplempern und vergeuden, wenn ich mich wegen der Erkältung schon nicht rühren kann. Ich will den Unterschied sehen, ob es dann einen gibt oder nicht. Die Erfahrungsberichte diesbezüglich sind ja ziemlich durchwachsen. Die Sonne scheint, die Vögel singen und ich kann regelrecht spüren, wie die Erkältung mir die letzten Kraftreserven raubt. Es ist total unvernünftig zu hoffen, dass die Tabletten irgendetwas an meinem Zustand ändern können, wie schon beim THC. Es ist beinahe leichtsinnig zu glauben, dass ich eine von diesen 30% sein könnte. Jetzt ist gleich 7 und ich bin immer noch krank, aber ich habe das Warten jetzt satt und ich möchte es jetzt ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche Hoffnungen habe, heute ist wieder so ein kompletter Katastrophentag. Nun ja, da ist sie also, die Wunderpille. Ja, mal gucken, ob ich morgen wie Superman durch die Gegend laufe oder wie in meinem Traum wieder laufen kann, aber so wie heute Nacht, ich hätte wohl im Bett bleiben sollen und mich aufstellen. Ich hatte soeben wieder ein Flashback, so wie ich jetzt jeden Tag mindestens einen habe. Und währenddessen rotieren irgendwelche Sätze in meinem Kopf, die alles aufzulösen scheinen und dann, wenn der Anfall abflaut, ist alles weg. Alles. Ich kann nichts festhalten, gar nichts, keinerlei Erkenntnis. Wahrscheinlich sind diese Erkenntnisse auch so viel wert wie ein total surrealistischer Traum. Er gibt keinen Sinn. Und so wie gestern Abend konnte ich einfach nur noch fühlen, wie diverse Sätze sich in meinem Kopf wiederholten, dass mein Geist sich entweder in meinen Kopf zurückzog oder den Körper verließ. Ich sah tatenlos zu, wie meine Hand irgendwelche Bewegungen machte und dann nach unten rutschte und ich konnte nicht eingreifen. Ich war bewegungslos. Es war, als ob Körper und Geist sich geteilt hätten. Und wüsste ich nicht, was es ist, ich würde wahrscheinlich denken, ich werde komplett schizophren oder psychopathisch oder was auch immer. Und es wäre so wichtig, mich endlich zu erinnern, falls es etwas zu erinnern gibt, damit ich weiß, dass ich nicht wahnsinnig werde und damit diese Schuld endlich aufhört. Ich wache mit dieser Schuld auf und die sitzt wie
so ein Elefant auf meinen Brustkorb und der drückt mich und ich schlafe mit dieser beschissenen Schuld wieder ein. Ich fühle mich so schlecht, so unsagbar schlecht. Und das Vampyr nehme ich jetzt auch schon seit 3 Tagen. Und der vermutlich doch erhoffte Effekt blieb bis jetzt aus. Ich weiß nicht, muss man es länger nehmen, um irgendwas zu bemerken? Schön, die Nebenwirkungen sind ausgeblieben, aber 30%, was sind 30%? Das klingt für mich wie eine Zahl, die förmlich nach Placebo schreit und ich glaube einfach an nichts. Gut, das kann ich sagen. Ich habe mich nicht in irgendeine Hoffnung blind verrannt und kann jetzt nicht allzu enttäuscht sein, aber klar, es war letztendlich der letzte Hoffnungsschimmer. Ich könnte sagen, ja gut, vielleicht war ich heute Morgen im Büro vitaler. Nur mein Gangbild hat sich nicht verändert. Es ist immer noch scheiße. Eigentlich noch beschissener. Und ich bin scheinbar gut darin, irgendwelche Hoffnungen dann doch noch vor mir herzuschieben, zu sagen, gut, ich war ja noch nicht laufen, ich habe ja nicht gesehen, wie das mit dem Laufen aussieht. Ob das was ändert? Ich habe mich jetzt seit 2 Wochen oder länger nicht mehr verletzt. Und alles in mir schreit so unendlich danach. Ich will eine neue Rasierklinge auspacken, ich will mir die Rasierklinge in den Arm hauen, Ich will mein Blut sehen. Und am liebsten will ich mich umbringen. Ich will so nicht mehr. Es ist wertlos. Ich bin wertlos. Sebastian meinte vorhin, als er zurück zur Arbeit fuhr, stell nichts an. Und ich war gut gelaunt, meine Chefin bemerkte das sogar heute Vormittag. Vielleicht gibt es überhaupt keinen Grund, aber ich habe Tramal ins Glas getan. Einen Hut nach dem anderen. Vom Führer wieder abgesetzt, weil ich immer noch krank bin oder schon wieder krank bin. Und werde wohl nächste Woche damit anfangen. Am 17. April habe ich meinen Kontrolltermin, aber so, dass die ersten Tage lief, ja, Erkältung hin oder her, sah dann nicht sonderlich euphorisierend aus. Meine körperliche Verfassung verschlechtert sich rapide. Sei es nun das Absetzen des Vampyrers, dessen Nebenwirkungen, die Erkältung, ein Schub oder ein sekundär progredienter Verlauf. Mir fehlt die Ruhe zu sagen, ich lehne mich zurück und warte einfach ab. Ich kann das nicht. Meine innere Uhr rast. Und teilt mir sekündlich mit, dass mir die Zeit davonläuft. Ringsum auch Frühling, alles sprießt, alles lebt. Und ich habe das Gefühl, ich sterbe. Wie eine 90-Jährige, die nur noch schlafen und letztendlich nicht mehr aufwachen will. Die Schwäche erreicht eine neue Qualität. Doch es summieren sich die Tage, an denen die Findung der Antworten keinen Sinn mehr macht und erst recht nicht darauf zu warten. Der Kopf zugekleistert mit Suizidgedanken.
mir jetzt echt total beschissen. Ich kann so gut wie gar nicht mehr gehen und trotzdem stehe ich jetzt hier und quäl mich. Weil, wie ich es bezeichnet habe, es total surreal ist, für Laufschuhe im Flur stehen zu haben. Aber eine Alternative wäre zu Hause sitzen und es irgendwann nicht mehr aushalten und mich aufschlitzen. Ist jetzt echt der Anfang vom Ende erreicht? Ich weiß es nicht. Es kommt ein richtig schönes Frühlingsunwetter. Und ich konnte jetzt gerade eben zum ersten Mal seit langem wieder sagen, dass ich so etwas Ähnliches wie Leben gespürt habe. Ich habe heute Morgen im Tagebuch mich komplett ausgekotzt und sozusagen meine Schuldgefühle zu Hause gelassen. Und ich konnte zu Beginn des Laufes über eine Minute durchlaufen, mehrfach. Ja, ganz kurz dieses Gefühl, naja, vielleicht lohnt sich kämpfen doch. Ich bin umgeben von Menschen, die mir allesamt helfen möchten, aber dies sei nun bitte nicht als eine Art Undankbarkeit zu werten. Und ich möchte auch niemandem zu nahe treten, doch ich kann mit all diesem esoterischen Kram nichts anfangen. Ich bin und bleibe Atheist in allen Belangen, durch und durch. Und letztendlich kann ich mir nur selber helfen. Doch dazu bräuchte ich Antworten und die bleibt mir mein Gedächtnis leider schuldig. Sonntags hatte ich einen verstörenden Traum. Das Ganze spielte sich im Gasthaus, genau genommen in der Gasthausküche ab. Und dort, wo der Esstisch normalerweise steht, stand ein Bett. Darin ein vermeintlicher Täter und meine Wenigkeit. Erst kratzte er ganz unverfänglich meinen Rücken. Doch dann glitt seine Hand hinab zwischen meine Beine und fing an, mich zu streicheln. Und auch ich sah an mir runter und dort wieder den Unterleib eines kleinen Mädchens. Ich wachte erschrocken auf. Und eine gewisse Erregung ist nicht abzustreiten. Die, so es sich nicht nur um Fiktion und Traum, sondern um einen echten Erinnerungsfetzen handelt, erklären könnte, warum ich mich so dermaßen schuldig und dreckig fühle. Ich schloss die Augen wieder und der Täter sagte zu mir, dass das unser Geheimnis bleiben müsse und dass meine Mutter nichts davon erfahren dürfe. Vielleicht ist das der Grund, warum meine Mutter in meinem Kopf wohnt. Ich fühle mich wie ein hohles Gefäß, fremdbestimmt, wie eine Dreijährige und nicht wie jemand, der bald 34 wird. Komplett unfähig, eigenständig zu leben. Wieder einmal bestätigt durch das Eintrudeln der Bewilligung meiner Reha im Postkasten meiner Eltern und nicht in meinem eigenen. Das Ganze pusht ungemein die Suizidgedanken tagtäglich. Und ich fange tatsächlich an, so perfide Pläne zu schmieden, wie ich einen Selbstmordversuch fingieren könnte, um alle einmal kräftig zu erschrecken und letztlich in der Psychiatrie wieder aufzuwachen. Zudem immer wieder und vor allem immer mehr Zweifel an allen Diagnosen, die Markus gestellt hat. Von außen kommt auch nichts anderes als Zweifel an eben diesen. Was oder wer bin ich? Eins scheint klar zu sein. Ich bin schuld. Ich bin an allem schuld. Was auch immer dieses alles sein soll. Als ich heute Morgen aufgewacht bin und dann im Flur stand und meine ganzen Bilder im Treppenaufgang hängen sehen habe, meine Abbilder, wurde wieder mal klar, wie egozentrisch ich bin. Und um dem entgegenzuwirken, mir schon den ganzen Tag von ganz vorne bis ganz hinten alle Bildentstehungen angeguckt. Und je weiter ich in die Vergangenheit zurückreiche, umso mehr verletzt es die ohnehin schon kaputte Seele. Und der Wunsch, mich zu verletzen, ist ziemlich laut. Mich verletzen oder mich umbringen. Ich habe ja einen Zeitrahmen bis zur Reha,
Auch gestern beim Lauf hat der morgendliche Flashback wundervoll gewirkt. Ich hatte Realitätsverzerrungen und alles erschien total surreal und absurd und vor allem sinnlos. Jetzt habe ich erst eine Zeit lang gehadert mit mir. Dann habe ich 3 Tropfen vom THC genommen. Aber es reicht ja nicht. Und ich habe versucht, mich aufzuschlitzen, aber die Hände eiskalt, nichts ist durchblutet und die Klinge scheinbar wieder stumpf oder ich bin einfach nur zu dumm dafür. Eine feige Sau. Und es sei nichts gewesen, mich jetzt auf den Boden gelegt, um meine Übungen zu machen, beziehungsweise es zu versuchen. Und dann läuft im Hintergrund meine selbstgemachte Musik und schlagartig. Zack, weggetreten. Flashback. Und ich habe gerade noch eine Übung gemacht und irgendwie der Hintern in der Luft und der Körper sackt in sich zusammen, die Beine kippen um, zack, alles liegt da wie erstarrt und abgeschossen und aus der Decke kommt ein Gesicht raus, ein männliches Gesicht und fängt an mich zu beschimpfen und ich lieg da auf dem Boden und ich weiß, dass ich gerade missbraucht werde. Es ist... Ich drehe jetzt schon total durch, denke ich. Was war das? Ein Flashback oder jetzt einfach nur eine hübsche Nebenwirkung vom THC? Aber so richtig schön durchknallen. Geil. Absolut geil. Jetzt gerade wünschte ich mir nur, einer von diesen Bäumen wird mir endlich auf den Kopf fallen und dieses Trauerspiel beenden. Das ist doch lachhaft. Ich hatte heute meinen Termin und habe den ganzen Vormittag damit zugebracht, mich fertig zu machen, weil ich Angst hatte, wieder mit demselben Taxifahrer fahren zu müssen. Es tut mir echt leid, lieber Punkt, Punkt, Punkt. Aber da ist eben diese Ähnlichkeit zu dem vermeintlichen Täter und ich unnötige Dosen Tramal geschluckt, um mich abzustellen. Und ich war so heilfroh, als dann der andere Taxifahrer aus dem Auto stieg. Und mit dem hatte ich auch viel Spaß bei Hin- und Rückfahrt. Und dann war ich eben in der Neuro und habe versucht zu erläutern, wie komplex sich mein Zustand im Moment darstellt. Weil so es einen Missbrauch gegeben hat, dieser mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit im Frühling stattgefunden hat. Und ich gerade nicht ganz zurechnungsfähig sei und sie war total erstaunt, dass ich das Vampyra verschrieben bekomme. Mein Arzt hat wohl wieder einen Fehler gemacht. Eigentlich sollte es das billigere Vampridin sein und sie hätte mit anderen Patienten viel mehr Probleme mit der burgenländischen Gebietskrankenkasse. Und ich habe gescherzt, ich habe dann Fans sitzen, weil ich bis jetzt alles bewilligt bekommen habe. Gut, dann durfte ich auf den Strich gehen und habe mir eigentlich nur selbst auf den Kopf gegriffen, warum ich so blöd war, beim ersten Test hier alles aus mir rauszuholen und da Vollgas die Linie lang und zurück zu latschen. Ja, ich so, na, war ich besser? Und sie, gleich schnell wie letztes Mal. Aber sie würde das Notwendige in den Befund schreiben, um es vor der Krankenkasse zu rechtfertigen. Ja. Ja, mein Zustand ist durchwachsen. Ich kann nichts sagen, wie immer. Klar, da war die Erkältung und dann war dieser katastrophale Komplettzusammenbruch, auch mit Beginn des Vampyras. Und dann waren da eben diese 3 bis 4 Läufe, bei denen ich zu Beginn, auf dem ersten Kilometer, immer 1 Minute durchlaufen konnte. Sogar 1:45, das war, das ist ja total außerirdisch. Ja, und ich... Gut, jetzt waren die letzten 3 Läufe waren wieder unter aller Sau, aber es kommt ja nicht Reha. Und dann bin ich aus diesem goldenen Käfig hier raus und
Ich will jetzt nur nicht aufgeben. Mir bleibt doch nichts anderes. Ja, die Psyche, die liebe Psyche. Ich habe täglich Flashbacks. Mindestens einen. Und ganz viele Realitätsverzerrungen, so wie heute Morgen. Dann Zähne putzen. Ich gucke in den Spiegel, sehe meine blöde Visage und macht alles keinen Sinn und das ist alles total, um mein neues Lieblingswort zu bemühen, surreal. Ich denke, sterben wäre nur noch besser. Und so habe ich mir auch heute wieder gewünscht, dass wir mit dem Taxi einen Unfall bauen. Also nicht, dass dem armen Taxifahrer was zustößt, aber würde ich durch die Windschutzscheibe segeln, dann hätte ich es hinter mir, dann wäre es vorbei. Ich müsste mich nicht mehr schuldig und nicht mehr schlecht und nicht mehr dreckig fühlen. Ich könnte aufhören. Geil. Ich weiß nicht, ob es einen Grund gibt, aber ich habe mir gerade auf den heutigen Tag gesehen. Die zweite unnötige Dosis Tramal reingeworfen, jetzt eine fette Überdosis. Ich halte mich nicht aus. Ich halte die Unruhe nicht aus. Diese Medikamente zu schlucken ist eigentlich wie mich mit der Rasierklinge zu verletzen. Ich habe mir gestern eine neue Klinge gegönnt. Aber das ist nichts, das ist wertloser Dreck. Mein neues Bild, ich dachte, ich werde gar nicht mehr mal mit den glorreichen Titel Euthanasie tragen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann. Dieses Hadern mit meiner Diagnose führte heute dazu, dass ich mir Texte durchgelesen habe zum Thema Täterintrojekt. Macht das Vorhandensein eines Täterintrojekts zwangsläufig zur multiplen Persönlichkeit? Und all das, was Markus mir immer erzählt hat, das stand da im Text und ich dachte, okay, vielleicht. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Und ich denke, will man mir kein Tramal mehr verschreiben, würde ich anfangen zu saufen. Einfach den Kopf zumachen, mich abstellen. Wenn ich es schon nicht hinkriege, mich vor den Zug zu schmeißen oder geschweige denn meinen Idealwunsch, meine Pulsadern aufzuschnellen. So bleibt es bei den Bildern und in den Bildern mache ich all diese tollen Sachen. Ich habe es nicht ertragen, am Gasthaus vorbeizufahren und den Taxifahrer bei der Nachhausefahrt gebeten, bitte einen Umweg zu nehmen. Warum lebe ich noch?